So, da sind wir wieder zurück zu dem Bild, die Rose. Wie gesagt, ich habe die hier schon vorgezeichnet. Schwer zu erkennen. Freihand gezeichnet. Hallo Elisa, hallo an alle, die jetzt gerade hier reinkommen. Jetzt zeige ich es nochmal. Genau, jetzt werde ich diese Rose erstmal hier diese Konturen wieder malen. Dann den Rand. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht, ob ich dann innen das schon male oder nicht. Kommt drauf an, wie weit wir kommen, weil das dauert jetzt für Ewigkeiten. Ich mache euch jetzt auch wieder nach unten, damit ihr besser zuschauen könnt. Und achso, genau das wollte ich noch zeigen. Das werden die Farben sein, die ich sehr wahrscheinlich verwende für das Rot. Diese Rotwegen diesmal. Hier habe ich noch ein Kaminrot. Und das alles gemischt mit Schwarz und Weiß. Kann ich euch nicht zeigen. Und dann habe ich noch so ein Grau für den Rand. Genau. Hallo, hallo an alle, die jetzt hier noch reinkommen. Genau, ich speichere das Video wieder ab, falls der ein oder andere später reinkommt. Kannst dann noch im Nachhinein schauen. Und erstmal schauen, dass ich das hier wieder runterkriege. Gut, am Anfang seht ihr jetzt eh nicht viel. Aber ja. Genau, also als erstes machen wir die Konturen, wie gesagt, von der Rose. Eigentlich wollte ich das ja machen ohne euch und dann direkt anfangen, aber ich komme einfach nicht dazu. Gefühlt keine Zeit. Deshalb machen wir das jetzt doch zusammen. Genau. Wie gesagt, wer keine Ahnung, jetzt keine Zeit hat oder so mitzuschauen oder wie auch immer, kann es im Nachhinein sich auch nochmal anschauen, vorspulen und so weiter und so fort. Mir geht's gut, ich hoffe, euch geht's auch allen gut. Soweit. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen müde, keine Ahnung, kaputt. Aber trotz allem dachte ich mir, jetzt muss ich hier mal die Bilder langsam alle fertig machen. Denn sonst liegen die hier noch eine Ewigkeit gefühlt rum. Genau. Und ich will ja auch das Endergebnis sehen. Mal schauen, ob ich diese Rose besser hinkriege als die andere, da ich die ja jetzt schon einmal gemalt habe. Auch wenn es jetzt wieder was anderes wird von den Farben her, bin ich gespannt, ob welche mir dann besser gefällt, ob die oder die andere. Aber das schauen wir dann. Die anderen Bilder muss ich jetzt mal schauen, was ich mit denen mache. Die habe ich alle auch noch hier rumfliegen, sage ich jetzt einfach mal. Weil bei mir hänge ich sie nicht auf. Also ich habe hier schon eins hier aufgehangen, aber ich kann nicht alle Bilder hier aufhängen. Also kann ich gleich tapezieren mit meinen Bildern so ungefähr. Deshalb muss ich mal schauen, was ich damit mache. Gesagt, Familie und so habe ich ja auch schon welche gemalt und abgegeben. Deshalb schon. Das weiß ich noch nicht so genau. Hallo an alle, die jetzt hier noch reinkommen, dazukommen. Ist echt nicht leicht hier. Aber ich bin schon schneller, glaube ich, als bei der anderen Rose. Mitte ist schon fertig soweit. Ich habe die auch diesmal ein bisschen weiter, sage ich jetzt mal, gemalt. Nicht so ganz viele Details. Deswegen denke ich, dann sind wir hier auch schneller, wenn der Pinsel mitmacht. Das ist die Voraussetzung hier noch. Zack. Ich merke gerade, ich mache einen Fehler. Ich hätte erst das malen sollen. Ja. Überlege ich gerade. Oder? Keine Ahnung. Ich male es jetzt einfach so. Ich meine, ich kann dann ja immer noch mal drüber malen. Das ist halt das Gute bei dem Acryl. Okay. Und wenn es ein Fehler war, dann war es ein Fehler. Kann ich es jetzt auch nicht ändern. Ist eh schon zu spät. So.
muss ich wieder aufpassen, dass ich mir selber nicht hier jetzt den Fehler mache und hier unten mal, sonst komme ich überall wieder rein mit meiner Hand. Das wäre auch nicht so gut. Könnt ihr mal schreiben, was so für... Ach, seht ihr, ich wollte noch die Pusteblume machen. Auch noch. Habe ich nicht vergessen. Egal. Was wollte ich jetzt fragen? Könnt ihr mal schreiben, was euch mehr interessiert zu malen? Also sind es Blumen, ist es Natur, Wasserfall, was weiß ich. Könnt ihr mir mal gerne hier schreiben. Das würde mich mal interessieren. An was ihr mehr Interesse habt an so Bildern. Oder halt im Nachhinein kommentieren, wenn ihr das Video anschaut. Das ist auch noch die Möglichkeit. Aber dann weiß ich das auch, an was ihr am meisten Interesse hättet. Und ich mich dann vielleicht auch ein bisschen danach richten kann. Oh Gott, jetzt habe ich schon das Problem hier, dass ich aufpassen muss, dass ich hier nicht drauf komme. So. Das ist nicht so einfach hier. Vor allem, weil ich mich hier so beeile jetzt, damit wir das hier schnell hinter uns gebracht haben, also die Konturen. Muss ich es doch drehen. So weit sind wir jetzt schon. Ich finde es richtig geil mit dem Filter, hier glitzert es schon. Das werde ich vielleicht bei dieser Rose auch versuchen, so diese Wassertropfen drauf zu malen, also wenn es geregnet hat. Dann bleiben ja bei den Blüten eigentlich so ein paar Tröpfchen. Mal gucken, wie die Rose, wie gesagt, dann aussieht und ob ich mich dann daran traue. Mal gucken. Das ist echt nicht einfach jetzt. Das so schnell hinzukriegen. Der eben schon davor da kurz drin war. Also das Bild habe ich sehr wahrscheinlich verkackt. Aber ist nicht schlimm. Kann jedem mal passieren. Vor allem, wenn man seine eigene Vorstellung hat, wie das Bild sein soll, dann ja. Und dann ist man halt nicht zufrieden damit. Okay. Ich hab's gleich. Hier mache ich das noch schnell außen, den letzten. Auf dieser Seite zumindest der letzte. Aber ich sag's euch, meine Hand zittert immer noch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, habe ich heute viel Kaffee getrunken eigentlich? Ich glaube schon. Ich zähle da schon gar nicht mehr mit. So, dann haben wir diese Seite soweit fertig. Jetzt machen wir hier drüben erstmal. Dann muss ich sowieso wieder in die Mitte kommen und mich nach außen arbeiten. So. Ich werde das Video auch wieder abspeichern, so wie bei YouTube hochladen. Eigenwerbung hier. YouTube findet ihr mich unter Lysandra und auf Instagram, wenn ihr mal live zugucken wollt, findet ihr mich unter Lysandra YT. Muss man ja hier dazu sagen.
Denn der ein oder andere weiß das natürlich nicht. Bei Instagram seht ihr es natürlich gleich. Und bei YouTube sammle ich immer die Videos, weil das meistens ja mehrere werden. Da wir nicht alles auf einmal malen, kommen die nach und nach. Also ich sammle die und dann lade ich eins nach dem anderen. Also nicht lade es hoch, sondern schalte es frei, weil ich es dann schon hochgeladen habe. Aber genau, damit es nicht so lange dauert, bis der nächste Teil kommt. So, jetzt hier noch ein paar. Wisst ihr, was gut ist? Wenn der Hand zittert, aber das ist nicht so schlimm, weil die Rosenblätter, Blüten, sind ja sowieso so ein bisschen, ihr wisst schon, nicht gerade. Daher macht es keinen Unterschied, also das ist egal. Halt, jetzt muss ich kurz abchecken. Hier drüben. Ich hab's gleich. Sage ich schon jetzt zum keine Ahnung wie oft. Zum wievielten Mal, aber ich hab's wirklich gleich. Huch. Ja, da war die Hand richtig zittrig gerade. Nicht schlimm. Erstmal hier den. Zack. Dann kommt es hier einmal runter. Und dann von hier drüben. Und da runter. So, jetzt kommt die letzte lange Linie. Keine Ahnung, was meine Katze hier schon wieder macht. Mia, das ist nichts für dich. So. Hallo. Und die, die jetzt hier noch reingekommen sind, sagt, ich hoffe, euch geht's allen gut. Genießt vor allem das Wetter momentan, weil ab nächste Woche sieht es ja schon wieder anders aus. So. Und die letzte Kurve ist hier. Zack. Und dann kann ich es euch nochmal zeigen. Zack. Tada. Ja, so, die Konturen sind gemacht. Wie gesagt, mein Fehler war es, die hätte ich gar nicht zuerst machen sollen. Ich hätte erst den Rand machen sollen und dann drüber malen sollen, die Rose und dann die Konturen sehr wahrscheinlich. Aber egal, macht nichts. Nicht so schlimm. Wir werden es sehen. Oh. So, dann schauen wir mal, wie wir jetzt am besten hier vorgehen. So, dass es so wird, wie ich es mir vorstelle. Der Hintergrund soll weiß, grau, schwarz. Also weiß bin ich mir jetzt noch ein bisschen unsicher, aber ich glaube schon, dass ich ein bisschen weiß male. Ich meine, der Hintergrund ist eh schon weiß, aber trotzdem mit der Farbe ein bisschen weiß male. Also halt, ich habe da schon weiße Farbe von dem Bild davor. Genau, dann nehme ich so einen Borsten, eher so einen Borstenpinsel. Eigentlich müsste ich ja jetzt warten, bis es so ein bisschen angetrocknet ist, aber ich habe keine Zeit hier, keine Zeit. Wir legen direkt los. Hier. Ich glaube, hier mache ich das nur ein bisschen mit dem Weiß. Ah, da war ein bisschen Schwarz drin. Ich bin aus dem Indie-Schwarz mitgekommen und das ist nicht schlimm. Weil es wird ja eben ein bisschen hier gemischt, der Sand. Jetzt haben wir hier schon schwarze Striche, eigentlich auch nicht schlecht. Das versuche ich jetzt auch ein bisschen damit reinzuarbeiten. Das ist eh schon grau. Ich habe hier eine extra graue Farbe.
Okay. Okidoki. Habe ich eigentlich irgendein dunkles Blau? Ja, nee, das Blau passt da nicht rein. Lila hätte ich noch im Angebot. Stimmt. Das wäre keine schlechte Idee. Ich glaube, das mache ich auch. Seht ihr, und das meine ich, während dem Mal komme ich dann auf Ideen und ja, setze die dann noch um, obwohl ich das gar nicht so haben wollte. Aber so ist das. Weil dann mache ich hier diesen Rand lila, am Rand Rand lila und dann, mal gucken, male ich da mit einer anderen Farbe noch drüber und dann schauen wir mal. Leuchtet es sehr wahrscheinlich nämlich da ein bisschen raus. Wenn ich da nicht so viel Schwarz jetzt mit drin hätte. So. Ich zeige es euch gleich, wie ich das meine. Ich sehe es ja nur so halb gerade. Das Lila hier drumherum und dann schauen wir, wie ich das am besten weiter male. Vor allem mit welcher Farbe. So. Ich bin so gespannt, wie diese Rose aussieht und welche mir besser gefallen wird. Die, die wir schon gemalt haben oder die hier dann. Echt gespannt. Ihr könnt mir mal kommentieren oder hier schreiben im Chat, was ihr denkt, welche besser aussieht für die, die jetzt schon beide gesehen haben, also die andere gesehen haben und hier jetzt zuschauen, was ihr denkt, welche besser aussieht am Ende. Weil das ist ja auch Geschmackssache. Ich meine, die andere sieht so ein bisschen, ich sag mal, Graffiti-mäßig aus. Jetzt bin ich gespannt bei dieser hier. Bin ich echt so gespannt. Irgendwie, die andere hat mir ja am Anfang gar nicht so gefallen. Und dann trotzdem male ich jetzt nochmal eine. Also so richtig, keine Ahnung, weil irgendwie war es schon geil, aber ja. Hallo an die, die jetzt noch dazu gekommen sind. Ich sehe es immer nur so kurz nebenbei. Kann ich so oft hier reinschauen. So. Ich zeig's euch nochmal. Bisschen auf den Kopf. Ich bin gleich fertig mit dem lila Rand. Und dann muss ich irgendeine Farbe drüber machen, dass es schimmert. So nur ein bisschen. Jetzt kommt noch die große Kurve hier. Komm schon, das wirst du jetzt hier noch schaffen. So. Momentan noch Stand. Au, das war mein Bein. Ich sitze immer noch so behindert. Am Tisch, keine Ahnung. Was ist, wenn ich hier. Ja, nee. Okay, jetzt brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Schwarz, das hier reinkommt. Jetzt brauche ich ein bisschen lila-schwarz hier in der Ecke. Und über das Grau, was ich davor gemalt habe. Jetzt muss ich echt überlegen, welche Farben ich hier am besten mische und nehme, damit es so wird, wie ich das jetzt gerne hätte. Also ich will auf jeden Fall Grau. Ich glaube, ich nehme mal hier die Grau, die schon fertig ist, mit dazu. Ohne hier was zu mischen.
Das ist ja auch nochmal anders. Dann schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Ah, schwierig. Wobei, ja, ich muss das ein bisschen dunkler haben. Ein bisschen schwarz noch mit rein. Ich will es halt auch nicht zu dunkel, aber da muss schon dunkel sein. Das Rot wird die Hose, dann muss der Rand schon so entsprechend. Ich mische hier gerade alles weiß, grau, schwarz, keine Ahnung. Dann soll das Lila, wie gesagt, ja nur so ein bisschen rausblitzen. Ja, doch, das kann schon gut werden. Und ich kann ja immer noch drüber gehen, also deswegen mache ich mir da jetzt gerade nicht so im Kopf, wie das wird. Am besten. Aber ich muss das Lila, dass das wirklich nur so schimmert. Ja. Denke ich mir so, warum habe ich das Lila gemacht? Aber mal schauen. Kann ja nur noch besser werden, wenn wir einfach drüber malen. Keine Ahnung. Wieder ein bisschen dunkler, ein bisschen schwarz wieder mit rein. Vielleicht war das Lila echt doch nicht so eine gute Idee, aber ich weiß es noch nicht so genau. Ich muss mich jetzt nur beeilen hier, damit das noch sich so ein bisschen reinspielt zusammen. Das ist sonst ganz getrocknet. Oh, das war knapp. Ich glaube, ich muss dann nochmal mit Schwarz überall ein bisschen drüber gehen dann. Ups. Das ist echt nicht einfach hier. Weil man sieht noch die Striche. Das mag ich natürlich nicht, deswegen muss ich dann überall nochmal drüber gehen. Ups. Ja, ich glaube, ich brauche nochmal Schwarz. Schwarz. Ups. Kannst halt auch übertreiben mit Schwarz. Wisst ihr, was gut ist? Jetzt, wo wieder Lockdown ist. Ich war davor extra Leinwände holen und habe mir nochmal Schwarz und Weiß geholt. Weil ich mir gedacht habe, die schließen sowieso wieder alle Geschäfte. Also fast alle. Und ja, gut, dass ich das gemacht habe. Vor allem, ich hatte Glück, weil davor die Leinwände ausverkauft waren. Deswegen hatte ich bei dem ersten Lockdown keine Leinwände mehr. Und konnte somit auch natürlich nicht malen, logischerweise. Und dann habe ich jetzt wieder ein paar Stück besorgt. Gucken. Aber da habe ich auch nicht mehr ganz so viele. Ich dachte, ach komm, reicht schon. Ich male eh nicht so oft. Mhm. Oder so viel. Habe ich hier 10.000 Bilder angefangen, gefühlt. So. Nein, fast vermalt. So, jetzt bin ich rum.
Aber man muss jetzt nochmal drüber, wie gesagt, ich mag diese Streifen eigentlich nicht hier haben, dass man das so sieht. Das soll eigentlich alles schön glatt sein. Das ist bei so einem Bild natürlich wieder schwer, weil ja überall das aufhört. Ich zeige es euch gleich nochmal. Momentaner Stand. Aber ich habe jetzt noch gerade eine Idee, aber ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll. Ich habe so ein Kaminrot noch. Ob ich das hier außen noch mache. Oder nur bei der Hose in. Keine Ahnung. Hier will ich auf jeden Fall noch ein bisschen dunkler. So, hier nochmal rüber. Es ist wieder so ein Moment, wo ich nicht aufhöre. Mal weitermachen, weitermachen, was mir einfach noch nicht passt. Gucken, ob ich das hier gleich bereuen werde. So, da noch mal drüber. Jetzt schimmert das Lila eh nicht mehr so ganz raus. Zeig's euch gleich nochmal. Habe ich fast wieder alles schwarz drüber gemalt. Keine Ahnung. Zack. Ja, die Streifen, die nerven mich halt schon. Es geht halt nicht anders. Ich will es glatt haben. Alles. So. Am besten. Es geht halt nur, wenn man einen Hintergrund macht und dann das drauf malt oder so. Aber dann ist ja wieder schwierig. Vielleicht mal einen hellen Hintergrund. Das wollte ich ja nicht. Mann. So, hier nochmal. Bin ich schon wieder hier gelandet. Ich zeig's euch jetzt nochmal. Was ist das hier noch ab? So. Nein, das habe ich wieder mitgenommen. Ich mache jetzt noch schnell wirklich dieses Rot rein. Kaminrot. Doch fast ganz schwarz geworden. Das ist schwer zu erkennen. Ich glaube, ich nehme jetzt wirklich dieses Kaminrot nochmal. Und dann mal gucken. Ist gar nicht so dunkel. Ich dachte, ach, ich mische das einfach hier nochmal ein bisschen. Mit der Schwarz ist ein bisschen dunkler wird und nur so raussticht. Erstmal gucken, ob es mir überhaupt gefällt. Ja, das kann man schon irgendwie einarbeiten. So am Rand. Doch, das passt ganz gut rein. Das möchte ich ja eh benutzen bei der Rose. Irgendwie mit benutzen. Mal gucken. Bisschen mehr Rot. Weniger Schwarz. Heftig. So, und auch nicht so viel davon. Ah, sonst wird es nämlich richtig rot. Ich weiß eh nicht, ob ihr das gleich richtig erkennen werdet, aber ich poste wieder ein Bild in der Story dann einfach, wo man es vielleicht besser erkennt. Nachdem wir live, also wieder offline sind. Ich, Bier, wie ich immer Bier sage. Aber es ist ja so, ihr seid ja mit dabei. Das ist ja nicht so, ne? Ich bezogen. Ich glaube, ihr seht das hier jetzt sehr wahrscheinlich nicht so. Ja, nee. Egal.
Ja, ich lasse das jetzt so. So, das muss jetzt auf jeden Fall trocknen. Dann, der Pinsel muss sauber sein. Ja, jetzt ist die größte Frage, ob ich mit diesem Hellrot dann mache und dann alles einarbeite. Oder ob ich Kaminrot nehme. Ich glaube, ich nehme Kaminrot, weil das ist mir zu grell irgendwie einerseits. Und wenn ich es wieder mische, dann ist nicht überall dieselbe Farbe. Ich glaube, ich nehme dieses Kaminrot, mal das komplett. Ja, dann ist die Frage, dann auf jeden Fall schwarz muss ein bisschen rein. Und ob ich dann die hier nehme. Das ist ein Weinrot. Kaminrot und Weinrot. Ich schaue mal kurz, wie das aussieht. Ob ich das dann wirklich zusammennehme. Das ist das Kamin. Oh nein, ich habe mich so ins Gesicht. Ist die Farbe gerade geschwommen? Fuck. Hallo? So, jetzt schaue ich kurz mal, wie die zwei Farben aufeinander wirken. Also, wenn, dann muss ich auf jeden Fall das Kaminrot als Deckfarbe, sage ich jetzt mal, nehmen. Ja, man. Die sind sich halt schon fast ähnlich. Ich glaube, ich mache das halt echt so. Ja. Ja, ich glaube, ich mache das so. Ich muss erstmal den Pinsel sauber kriegen. Dann schauen wir mal. So. Ich brauche einen Zähler. Dass der nicht ganz so nass ist. Okay, also was haben wir gesagt? Kaminrot. Das schaue ich nochmal kurz. Ja, ich glaube, das mache ich. Das andere ist nämlich viel zu hell. Also, finde ich. Ich will es ja ein bisschen dunkler haben. Sein kann, dass ich nochmal außen ein bisschen nachmale, dann das doch ein bisschen heller mal. Das sehen wir am Ende. Das weiß ich nämlich noch nicht so genau. Es kommt jetzt ganz drauf an, wie das hier wird. Ja, das andere wäre zu hell gewesen. Ich zeige es euch mal kurz. So sieht es nämlich schon aus. Das andere wäre einfach mal noch viel, viel heller gewesen. Muss ich halt hier wieder alles mit dieser Farbe machen. Jetzt sieht man das Lila eh nicht mehr so, wie ich das eigentlich mir gedacht habe. Von daher, das wäre eh zu heftig, glaube ich, gewesen. Also es hat nicht so gepasst. Ah, jetzt ist hier so ein blödes Stück, was getrocknet war. Wie kommt das jetzt dahin? Oder die Leinwand ist kaputt? Ich weiß es nicht genau. Egal. Ich bin so dumm. Jetzt habe ich wieder hier unten angefangen. Jetzt kann ich meine Hand da wieder nicht, aber dann muss ich halt das Bild einfach drehen. Ja, das ist auch was, auf was man echt achten muss, wenn man hier mal halt die schwarzen Konturen werde ich dann nochmal nachmalen müssen, so wie das aussieht. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ups. Ich weiß schon wieder gar nicht, wie lange wir hier schon malen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Nicht, dass wir da jetzt eine Ewigkeitsaufgabe hier machen. Dann lieber gecuttet. Aber egal. Im Normalfall hätte ich das trocknen lassen und dann am nächsten Tag oder so gemalt, aber wir sind motiviert heute. Irgendwie. Wir haben schon wieder gleich 10 Uhr. Da geht dann die Motivation wieder weg. Wo bleibt mein Schlaf dann? Ich morgen früh wieder aufstehen muss. Schlafmangel.
Ihr seid schuld. Spaß. Ich würde dir auch so oder so malen. Ob mit euch oder ohne euch. Jetzt habe ich da drüber gemalt. Das sollte natürlich nicht passieren. Egal. Nicht so schlimm. War nicht so tragik. Tragik vor allem. Deutsch ist auch wieder on top. So. Das war die richtige Entscheidung mit dem Rot. Also das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Das andere hat mir gar nicht gefallen, weil es so hell ist. Ups. Dann muss ich es ja eh trocknen lassen. Das heißt, dann müssen wir beim nächsten Mal den Rest malen. Und dann sehen wir es ja eh nochmal genauer, wie was wo aussieht. Wo muss ich noch malen oder nachmalen oder wo passt das nicht, die Farbe. Jupp. Ich hab's gleich. Gleich bin ich durch hier. Bisschen noch. Ah, jetzt hat es verschmiert. Da war es noch nicht trocken genug. Aber ist nicht so schlimm. Muss ich dann ausbessern. Aber vielleicht male ich da eben ein bisschen dunkel, also ein bisschen schwarz und dann das Schatten oder so. Dann geht es schon wieder. Kein Problem. Wow, heftig. Ich bin die Striche da jetzt nicht mehr. Die nerven mich schon wieder. Ah, jetzt habe ich drüber gemalt. Für den Rand ist der Pinsel dann doch ein bisschen zu groß. Habe ich jetzt gemerkt. Aber im Großen und Ganzen braucht man ja einen großen Pinsel dafür. Für die Innenflächen. So. Hier noch, da noch. Ihr fragt euch bestimmt, wie lange malt die denn jetzt da noch rum? Das Rot ist doch schon überall. Ich habe die Striche nervig. Deswegen male ich gerade noch mal drüber. So. Hier noch. Da noch. Okay. Da noch. Schau mal da und da. Da muss noch ein bisschen Strich weg. So. Seid ihr bereit? Tada. Also ist noch nicht fertig, wie gesagt, weil die ganzen Konturen dann hier noch, Schattierungen sozusagen noch kommen. Aber im Großen und Ganzen finde ich schon mal nicht schlecht bis jetzt. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege dann mit dem ganzen Contouring. Wie gesagt, dann kommt diese Weinrot und Schwarz. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ja. Ich hoffe echt. Ups. Tisch angemalt. Geil. Gleich wegmachen, sonst geht es nicht mehr weg. Okay. Also, ich zeige es euch jetzt nochmal. Das lasse ich jetzt trocknen. Und da werde ich vielleicht noch ein bisschen hell reinmalen, aber nicht jetzt. Ich lasse es erstmal trocknen und gucke, wie es aussieht. Hier werden dann die ganzen Konturen-Dings da bums kommen mit dem Weinrot. Hier ein bisschen, dann ein bisschen schwarz, wo die Schatten sind. Ja, und dann eventuell, das muss ich dann gucken, wie es aussieht, diese Adern von den Blütenblättern. Ja. Ja. Also Leute, hoch. Würde ich mal sagen, das war's für jetzt, für heute. Wer das hier gerade bei YouTube guckt, folgt mir gerne auf Instagram, lysandrayt. Dort könnt ihr live dabei sein, wenn ich mal male. Und genauso umgekehrt, folgt mir gerne auf YouTube. Lysandra. Ja, so findet ihr mich.
Ansonsten schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.